daran beteiligt waren, wie es überhaupt zu der Idee dieser Ausstellung gekommen ist, wie man sie jetzt, wo sie dasteht, wahrnimmt und was man vielleicht noch dann später daraus machen kann. Und da möchte ich direkt anfangen. Ich werde dann auch noch alle, die hier auf der Bühne sitzen, natürlich noch nacheinander vorstellen. Aber ich möchte trotzdem erstmal mit dem Enrico anfangen. Der sitzt von unten aus gesehen ganz links. Und das ist Enrico Meyer. Enrico Meyer hat natürlich auch Kunst studiert und hat diese Ausstellung hier kuratiert. Und es war so ein bisschen mit seiner Idee, die, so die Herangehensweise dieser Ausstellung. Und erstmal vielleicht so ganz persönlich, so jetzt, wo sie so fertig ist, wie fühlt sich das für dich an, Enrico? Sehr gut. Also viel besser als in der Vorbereitungsphase. Die erste, also es war ein halbes Jahr Arbeit, wenn ich das richtig überblicke. Und die letzten zwei Wochen waren sehr arbeitsintensiv. Und da hat es sich schon gut angefühlt, weil man Ergebnisse gesehen hat und weil man gesehen hat, dass es dort auch was Gutes, Konkretes zuläuft. Die Zeit davor war allerdings, ich will jetzt sagen schrecklich, aber eher problematisch, wenn alles noch in so einer abstrakten Ebene ist und man keine Referenzpunkte hat oder sich an anderen Projekten orientieren kann, dann ist es schon ziemlich schwierig, wenn man so auf die Kacke haut und sich sowas vornimmt und auch bestimmte Dinge behauptet, das wird schon und das machen wir einfach so, und, aber eigentlich, wenn man keinen Erfahrungshaushalt hat, das ist schon manchmal, das war eine schwierige Zeit. Ja, zum Glück hat es geklappt, du bist ja eigentlich auch Künstler, hast Kunst studiert, aber bist ja wirklich tatsächlich eher in der Kunstvermittlung tätig. Du hast diese Galerie Vice Cube mehrere Jahre gemacht, guck mal auf den Zettel, zwischen 2010 und 2014. Und das hast du gemacht im Durchblick e.V., das ist eine Psychiatrie-Betroffenen-Initiative. Und da hast du auch schon sozusagen die ersten Grundbausteine gelegt, auch für diese Ausstellung hier. Was hast du da gemacht, Vice Cube? Das fing damit an, dass ich eigentlich einen Arbeitsauftrag dort hatte. Und dann war der Arbeitsvertrag zu Ende, hat dann aber gemerkt, dass da ein großes Kunstarchiv vorhanden ist und aber die Vermittlung, also das Ausstellung, die Malausstellung gemacht, dass mir doch zu wenig war, wie es gemacht wurde und ich dann gedacht hatte, das nehme ich mal in die Hand und du hattest mich ja auch besucht damals mit deinem Fernsehsendung. Da war nämlich noch gar nichts klar und dann kam ich 4 Jahre und dann habe ich einfach einen Kasten in den wunderschönen Garten des Durchblicks bauen lassen von Richard Krechter. Und habe dann dort Ausstellungen organisiert, die jeweils zwischen einem akademischen Künstler und einem nicht-akademischen Künstler, der Begriff des Outsider-Künstler, das sind immer ganz ambivalente Begriffe, stattgefunden hat. Und es ging mir darum, nicht programmatisch, aber es hat sich dann in der Praxis herausgestellt, dass es mir darum ging, eben nicht die Psychiatrie-Betroffenen in die Gesellschaft zu beziehen, oder zum Arbeitsauftrag, der lag mir fern. Mir ging es darum, die Kunstszene, die ganzen Künstler, die ich sowieso schon kenne, irgendwie dort zu integrieren, dass die Ausstellungseröffnung dort aussehen, wie die restlichen Ausstellungseröffnungen der Stadt auch. Und das hat wunderbar funktioniert, diese Beispiele. Ja, da ist eben auch dann dadurch zustande gekommen, dass du jetzt hier die geistig behinderten Menschen zusammen, eine Ausstellung, die zusammen mit geistig behinderten Menschen und professionellen Künstlern aufgestellt ist und du hast die beiden sozusagen zusammengebracht. Wie ist die Grundidee, bevor wir zu den einzelnen Sachen nochmal kommen und wie ist diese Ausstellung? Also der Impuls muss ich an Paul weitergeben, der eigentliche Impuls, weil Paul kam auf mich zu, weil ich anscheinend durch die Arbeit am Vice Cube irgendwie prädestiniert dazu aussah. Und der Impuls kam auch nicht aus einer Aktion, sondern eher aus einer Reaktion heraus, wieder genau wie im Durchblick, dass ich gesehen habe, dass ich mal geguckt habe, dass ich mich einfach mal umgeguckt habe, wie so eine stereotypische Ausstellung mit Behinderten oder von Behinderten aussieht. Und das war mir zu stereotypisch, das war mir zu wenig. Und ich habe gedacht, da ist auch zu wenig soziale Durchmischung immer, weil die doch sehr ghettoisiert sind, diese Ausstellungen. Das Publikum ist dann einfach ein sehr spezielles. Und es wird in der Kunstszene wenig wahrgenommen und das kippt dann immer so sehr in so ein rein soziales Projekt und die Kunst ist dann eher defizitär vorhanden oder manchmal auch gar nicht, also jedenfalls ein theoretischer Kunstansatz gibt es da gar nicht. Und ich wollte einfach diese wichtigen Aspekte, die mir auch in der Weißbucharbeit wichtig waren, einfach hier übertragen, dass es eine soziale Mischung gibt von bestimmten sozialen Gruppen, von Szenen einfach, dass der Kunstanspruch ganz hoch gehalten wird, dass sich an bestimmten Standards orientiert wird und die eben nicht unterschritten werden. Manch einer würde sagen, dass es schick aussieht und nicht so stereotypisch. Und
Ja, die beiden Dinge eigentlich. Ja. Aber es geht ja auch, also es gibt ja auch diese Texte zu der Ausstellung, zu dem kommen wir dann später noch, da habe ich auch Paul noch dazu fragen. Aber es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass du nicht so eine Art Freizeitbeschäftigung für geistig behinderte Menschen anstoßen wolltest, sondern dass du die Künstler mal in die Welt der geistig Behinderten reingucken lassen wolltest und gucken wolltest, was können die künstlerisch damit anfangen und dann eben sozusagen den geistig behinderten Menschen wie als Werkzeug benutzen, um ein Kunstwerk zu erstellen. Das war mich schon von daher so inventiert. Das ist der Werkzeuggedanke, der Satz mit dem Werkzeug ist schon provokativ angelegt. Ja. Der soll ein bisschen rütteln, dieser Satz. Aber wenn mich jemand fragen würde, jetzt habe ich vergessen, was ich glaube. Ja, genau. Wichtig war mir immer, dass ich frage mich selbst oft, warum ich mich eigentlich für sowas engagiere, warum, also viel Geld gibt es dabei nicht zu holen. Mit einer großen Kunstkarriere verwirklicht sich dadurch auch nicht, jedenfalls für mich nicht. Und dann frage ich mich immer, wo meine Motivation liegt. Ich persönlich habe mich mir das beantwortet oder beantworten können. Und gleichzeitig bei der Überlegung fragt man sich natürlich auch, wie kann man andere dazu begeistern, in diesen Metieren zu arbeiten. Und ich finde, dass es eben einen bestimmten Anreiz braucht in solchen Konzepten, die den reinen Altruismus verlassen. Dass man nicht einfach sagt, ich mache jetzt was Gutes für diese Gesellschaft und ich mache jetzt was Gutes für eine bestimmte Gruppe, sondern um das etwas geschäftlicher auszudrücken, es muss auch so ein Object of Desire für die andere Seite geben, für die Künstler. Die sollen das nicht machen, weil sie einfach sich doch verpflichtet dazu fühlen, irgendwie gesellschaftlich, sondern sollen das machen, weil sie auch selber künstlerisch da was rausziehen können. Und, oder anders ausgedrückt, wenn man da schon so viel Arbeit rein investiert, sollte man nach bestimmten Stellen suchen, wo man auch Return of Investment bekommt. Und wenn sich sowas einstellt in unserer Gesellschaft, dann denke ich, es ist ein viel besserer und ein ehrlicherer und ein längerfristig reproduzierbarer Ansatz, als wenn man immer nur auf die Tränendrüse drückt und sagt, jetzt mach doch mal mit, das ist doch was Gutes oder es geht nur um die gute Sache. Wenn diese gute Sache immer zu abstrakt bleibt, dann finde ich das schwierig und deswegen sind solche Ausstellungen auch dazu da, abzuklopfen, wo diese Punkte liegen, um eine Win-to-Win-Situation rauszubekommen. Und was mich interessiert, ist der Win oder der Return of Investment für die Künstler, was die eigentlich aus solchen Projekten rausnehmen können. Okay. Und jetzt würde ich, weil ich glaube, jeder hat sich wahrscheinlich schon mal hier umgeguckt, vielleicht mal die ganzen Arbeiten, die hier auch nochmal geschrieben, vielleicht nochmal ganz kurz was zu sagen, bevor wir dann zu euch kommen. Wer hat mit wem zusammengearbeitet und was waren die jeweiligen Grundintentionen auf der, also die Reihenfolge hier ist ein bisschen eine andere als hier, ich würde sagen, wir machen es aber trotzdem so ein bisschen in den Uhrzeigersinn, fangen vielleicht mit Clemens Meyer an. Ja, Clemens Meyer. Das ist da hinten die, das Geschriebene handschriftlich, da gibt es auch Ausdrucke davon, die unten liegen, die kann man sich mitnehmen. Ja, erzähl mal was das. Also das Poster, was an der Wand hängt, das ist sozusagen das Resultat aus der Arbeit von nicht mit Clemens Meyer, sondern eher von Clemens Meyer. Die Plakate, die unten liegen, das ist ein Giveaway, das ist kostenlos, kann man sich mitnehmen. Am besten ist einrollen und Schnitzgummi drum machen, dann kann man es gut transportieren. Ich hatte Clemens Meyer in Mannheim getroffen, weil wir da zusammen gearbeitet hatten, habe ihm von dem Projekt erzählt und er meinte, das würde mich auch interessieren. Und dann ging bei mir gleich die Alarmglocken an und habe gedacht, okay, jetzt wirst du festgenagelt, wir machen das. Und bei Clemens ist es auch immer so, er hat sehr wenig Zeit und konnte sich auf so eine arbeitsintensive Zusammenarbeit wie die anderen fünf Künstler überhaupt nicht einlassen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen einen Kompromiss, wir verbringen einen Nachmittag in der Innenstadt mit Eisessen, Kaffee, Museumsbesuch zusammen und daraus entwickelst du dann einen Text. Und das haben wir dann auch gemacht, wir waren in der Pinguin-Bar und dann noch im G2, das ist ein Museum oder auf jeden Fall architektonisch ein musealer Raum. Und es war auch ganz interessant, wie wir uns da drin verhalten haben, zusammen, die Behinderten und die Gruppe, die da einfach betreuerisch oder künstlerisch mit war. Und dann waren wir noch Eis essen. Und im Vorfeld hat er sich mit Behinderten in Literatur und Kunst beschäftigt und hat mir immer wieder von einer Arbeit erzählt von Franz Fühlmann. Und das war ihm, also im Gespräch mit ihm hat er mir gesagt, dass es ihm zu sentimental war oder zu verhätschelnd, glaube ich, hat er sogar den Begriff
Probanden, habe ich gesagt, um Gottes Willen, bleib bitte bei deinem literarischen Stil. Und hat er nicht einen Text geschrieben, sondern fünf kleine Texte. Und diese, die habe ich dann ins Geld und einfach dann auf so eine Plakatform gebracht, wie jeder dann zu Hause mit dem Plakat umgeht, ob man sich das zu fünf kleinen Plakaten zusammenschneidet oder irgendwas mit eingelegt oder so erfängt, ist dann jedem selbst überlassen. Dann haben wir hier vorne, wo wir direkt drauf schauen, diese Fotografien, das sind praktisch zweiteilig. Einmal diese acht Stück dort und das einzelne, das ist von Paula Germann. Genau. Da werden wir auch aus deiner Sicht gleich noch drauf kommen, aber aus deiner Sicht als Kurator, wie ist es dazu gekommen? Ich kann immer nur betonen, was mir wichtig ist, aus meinem Blickwinkel. Ich denke, dass jede Arbeit so ganz verschiedene Blickwinkel zulässt und da jeder sehen kann, was ihm an der Arbeit als wichtigen Aspekt betonenswert ist. Mir ist es wichtig, dass als Kurator, was ich hier interessant finde und was ich hier als eben neuen Funktionsraum für behinderte Menschen in der Kunst heraus oder mitgenommen habe, ist, dass die genau die Stellen, wo die Farbe vom Bild auf die Wand geht, da habe ich irgendwie, ist es bei mir knapp gemacht auf jeden Fall, das bei mir das Licht angegangen, dass, weil die Arbeiten, die hier aufkaschiert sind, das ist die Arbeit von Paula. Ganz klar, das ist eine fotografische Arbeit von einer Fotografin, von einer akademischen Künstlerin. Und die, da man sich gerade jetzt hier im D21 in so einem vorgängigen Kontext, wo man sich im Kunstraum befindet, wo sehr viele Konzepte verhandelt werden, wo sehr viel Textarbeit und Textproduktion passiert und bestimmte Diskurse verhandelt werden. Das ist ein Diskurs zum Beispiel der Ausstellungsarchitektur. Ausstellungsarchitektur heißt in dem Fall, es gibt auf der einen Seite den Kunstraum, auf der anderen Seite die fertig produzierten Arbeiten und wie bringt man das zusammen. Und da ist Trockenbau ein ganz wichtiger Begriff, da sind die Sockel ganz wichtig, das sind für Textarbeiten Tische unglaublich wichtig. Und in dem Fall war es einfach so, dass die Malerei der Behinderten in einen anderen Funktionsraum eingedrungen ist, nämlich in der Ausstellungsarchitektur. Sozusagen die Beziehung zwischen Wand und Bild hergestellt haben. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass sozusagen fertige Arbeiten auf wiederum Farbflächen hängen, kontrastiert zur weißen Wand, die von Bildung gestaltet werden. Das ist so mein Aspekt, den ich ganz wichtig finde. Ich denke, die Arbeit ist auch sonst noch viel mehr dimensionaler. Das kann ich denken. Ja, das ist natürlich extrem schwierig, dann so eine Arbeit woanders mit hinzunehmen, weil ja sehr wichtig ist, dass deine Farbe ist. Aber es ist auch, zeitgemäß mit Kunst ist das alles schon. Okay, aber ich war auch mal ein paar Mal gesehen vorher. Dann haben wir das Video, den Ton hören wir jetzt nicht, weil es wird, glaube ich, ein bisschen stören, unsere Diskussion. Das ist von Art & More. Ja, jetzt hier ganz kurz. Art & More ist Georg Weisbach und Paul Bohler. Die können leider nicht anwesend sein, weil sie in Berlin auf der Art Week umspringen müssen. Und ich habe die eingeladen, einerseits deswegen, weil ich mit Georg schon zusammengearbeitet habe, mit Weißcube, und er einer der ersten war, die dort ausgestellt haben, und bei ihm sich auch sofort eine längerfristige Freundschaft mit dem jeweils anderen Künstler aus der eingestellt hat. Oder auf jeden Fall hat es einen Anschein gemacht. Und einfach wegen dem Medium, also da hat Malerei ist immer so das Offensichtlichste, und da liegt es für mich auf der Hand, das Medium Malerei auch zu verlassen. Und dann lag natürlich Video auf der Hand. Und was mir wichtig scheint zu erwähnen, ist, dass das hier kein außergewöhnliches Video für Art & More ist, dass sie sich eben nicht gedacht haben, was machen wir denn? Wir drehen ein Video mit den Behinderten extra so eine Art, in guter Qualität bei Sonnenschein und mit relativ guter Laune, was dann eher als ein Imagefilm für die süddeutsche Klassenbatterie erinnert, sondern ihre Videos sind immer so etwas kitschig. Es geht um Freundschaft oder zwischenmenschliche Beziehungen, und es geht eben nicht um die großen Gesten in den zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern um die ganz kleinen, um die natürlichen. Und was ganz wichtig war, ist, dass sie eben diese Kulisse ausgesucht haben, die wirklich irgendwie pathetisch ist und diese großen Wörter immer eingeblendet werden, was irgendwie ein Armani-Werk erinnert. Und diese Kulisse und diese großen Wörter kontrastiert sehr gut, was eigentlich zu sehen ist, nämlich dieser fast schon beruhigende, normale Umgang von den Behinderten untereinander, dass sie eben sich extrem normal und angepasst verhalten eigentlich. Das ist das Schöne an diesem Video. Und die Tonspur war für die Ausstellungseröffnung auch ganz wichtig, weil die ein sehr beruhigendes Thema hergeschaffen hat. Weil es im Grunde genommen zur Ausstellungseröffnung ziemlich spät herging. Ja. Das war
werde ich auch immer nochmal hören, wenn dann die Diskussionen vorbei sind, damit die auch wieder angemacht sind, dass ich wieder nochmal einen Eindruck verschaffen kann. Du sagst gerade wegkommen von der Malerei. Das ist auch hier in der Mitte passiert. Das ist das Werk von Tine Günther zusammen mit Thomas Bramer. Auch da natürlich gerne noch deinen Ansatz aus deiner Sicht, aber erstmal deiner Anliegen. Malerei, wenn man das Malerei nennen will, muss man natürlich einen erweiterten Malereibegriff heranziehen. Und dann ist es wieder Malerei. Das überspringt man jetzt in den Diskurs. Und bei mir war es wichtig, weil ich beobachtet habe, dass die Arbeitsumgebung, wenn man von Arbeitsumgebung sprechen kann, im Lebenshilfe-EV, immer sehr sowieso begrenzt ist. Also da gibt es halt Tische, die sind halt nur so und so groß und Bögen, Papierbögen, die sind halt nur so und so groß. Und meistens fängt man dann klein an und bei Tine ist es so, dass ich dann beobachtet habe, dass es immer größer geworden ist in der Vorbereitungsphase, in der Phase, wo man sich so dem angenähert hat, was dann eigentlich zum Schluss rauskommen soll. Und jetzt sehen wir, arbeiten mit diesen Dimensionen und ich finde es bemerkenswert, dass gerade Thomas Bramer, der, wie Tine sagt, ein gestisches Genie ist, er sich sozusagen auf seine Geste, auf seine malerische Geste, also Geste in dem Fall, dass es halt nur ein Strich oder eine Handbewegung ist, die dann irgendwie aufs Medium übertragen wird, dass die sozusagen ihren Platz in einem Setting findet, was größer ist als er selbst. Er selber ist schon ziemlich klein, also ist jetzt nicht so riesig wie ich, aber es gibt für ihn, wenn er in der Mitte dieser Arbeit sitzt oder in der Mitte dieser Leinwand sitzt, keinen Rand. Also er kann nach rechts und links mit beiden Händen arbeiten, ohne dass er über den Rand irgendwie hinausmalt. Und dieses über den Rand hinausmalen war bei Tine dann sowieso Grundbedingung, dass es immer einen Schluss gibt. Ja, das ist natürlich sicherlich wahrscheinlich in einer Behindertenwerkstatt immer so eher, dass man dort ein Blatt Papier hat, soll man natürlich nicht auf den Tisch malen und so. In dem Fall, das ist ein schöner Ansatz, da gibt es auch ein riesiges Gemälde noch rausgekommen, das wir jetzt von hier aus nicht sehen, weil es auf der Rückwand von der Wand ist, auch sehr, sehr beeindruckend. Bevor wir da ins Detail gehen, aber noch vielleicht zu den Folien. Katrin Thiele zusammen mit Florian Drost haben die gemacht und da bitte gerne. Also Katrin Thiele finde ich bemerkenswert, dass die im Prinzip geschaffen hat, was das sind, ich denke mal ganz kurz sagen, das sind halt diese, die hier an der Seite und hier hängen, also hochgebreitet schauen. Ja. Genau. Dass sie ein Verfahren entwickelt hat, was schön ist, weil es so einfach ist. Die wirklich schönen Dinge sind meistens einfach und simpel gehalten und ihr Ansatz war, sie hat beobachtet, oder wie das jeder beobachten kann, wenn Kinder und Geistesbehinderte malen, dann wird die Farbmischung, es ist immer eine subtraktive, wenn man mit Farben zusammenarbeitet, ist immer eine subtraktive Farbmischung. Umso mehr Farbauftrag, umso mehr sich die Farbmischung, umso dunkler wird es und zum Schluss kommt man braun raus. Und diese eigentliche Geste, das schnelle Bild sozusagen, was ein schönes, verschwindet dann immer unter Schichten von Schichten von Schichten von Schichten. Und sie hat einfach ganz einfache Spielregeln festgelegt mit Florian Durst, dass sie gesagt hat, wir malen jetzt hier kein fertiges Bild, sondern ich lege dir Folien zurecht in einem bestimmten Format und da machst du immer nur eine Geste drauf. Ich weiß nicht, ob sie untereinander mit Gesten kommuniziert hat oder ob sie Kringel gesagt hat. Ich glaube, sie hat das Wort Kringel oft benutzt. Mach mal ein Kringel hier, ein Kringel dort, Kreise. Und er ist wirklich ein schneller Maler, das ist bemerkenswert, das hat auch nicht jeder drauf. Gerade wir verschütteten Menschen, die immer denken, da muss was dabei rauskommen, ist es ein ziemlich hart und abgehackt und da ist kein Chess im Strich. Bei ihm ist ein ziemlich viel Chess im Strich. Und sie hat einfach das einfache Prinzip festgelegt, pro Folie nur eine Geste. Hat diese Materialsammlung genommen, ist bei sich zu Hause alleine ins Atelier gegangen und hat diese Folien wiederum zu diesen ausdrucksstarken Arbeiten rekombiniert. Hat noch einen Filter dahinter gelegt und jetzt sieht das schick aus, wie man sich das vorstellen kann. Das ist viel Jazz im Strich, das habe ich jetzt gerade die ganze Zeit Kombinierung. Und die letzte, das ist Bea Meyer zusammen mit Franziska Wittig und das ist vielleicht das, wo man am ehesten sagen könnte, da hat es eigentlich nicht wirklich funktioniert, es ist gescheitert, muss man sagen, das sind diese Sätze, die hier stehen, da, einmal und das, was dazu gekommen ist. Da steht ja auch sozusagen in der Beschreibung, dass da vielleicht auch so ein bisschen die Chance des Scheiterns, die Schönheit des Scheiterns irgendwie dargestellt ist. Das hat schon vorne bei jedem gesagt, dass Scheitern auch ein möglich zu erwartendes Ergebnis sein muss, wenn wir das überprüfen wollen. Und wenn man das überprüfen will, kann man dieses Ergebnis nicht nach seinen Vorstellungen so zurechtbiegen, wie man sich das gerne würde. Das ist in der Wissenschaft genau
ja, ist es gar nicht das Scheitern. Das Scheitern ist wieder so ein provokatives Wort eigentlich. Bei ihr ist es eher eine bewusste Entscheidung gewesen, von einer materialförmigen Kunstform wegzukommen und es auf diesen Kern zu belassen. Der Kern nämlich, dass man hingeht in einer bestimmten Regelmäßigkeit und sich mit den Menschen einfach auseinandersetzt. Sie hat explizit danach gefragt, mit wem kann ich denn hier verbal kommunizieren? Und da kam eben Franziska Wittig erstmal nur in Frage. Und sie hat sich dann mit den Tiergeräten besorgt und hat mit ihr Interviews geführt. Franziska war weniger an dem Gespräch interessiert, sondern eher an den Diktiergeräten. Ihre Eltern haben ja jetzt auch Diktiergeräte gekauft, mit denen sie immer sprechen kann, sich wieder selber hören kann. Und das ist auch ein ganz interessantes Ding. Aber bei ihr hat sich halt wirklich auf dieses Relational Aesthetics komplett verschoben. Um das kurz zu beschreiben, Relational Aesthetics ist eine Kunstform, die ein französischer Kurator schon in den 90er Jahren beobachtet hat. Also die hat er nicht erfunden, sondern er hat eher beobachtet, das war eine Tendenz, dass Künstler sich immer mehr von einer materialförmigen Kunst zurückziehen und immer mehr ihre Konzentration darin legen, bestimmte Situationen aufzubauen, in denen bestimmte soziale Konstellationen zustande kommen. Also wenn man jetzt dort eine Bar einbaut, in der nur Behinderte reingehen dürfen, und ab 23 Uhr dürfen auch Nichtbehinderte rein, dann wäre das eine soziale Skulptur, so wie es Beuys auch gedacht hat. Und in diese Richtung geht es bei der Relation Aesthetics ein bisschen, oder zumindest sehr allgemein. Und Bea hat sich halt einfach auf diesen Aspekt konzentriert und Bedingung war aber, dass es trotzdem noch irgendwie kommuniziert wird. Und das ist bei ihr durch diese große Textarbeit entstanden, also einfach ganz trocken Text an die Wand und diese vielen kleinen Versatzstücke, das waren so, was bei ihr, was sie nochmal ausstellen wollen, was sie eigentlich ganz witzig fand auch. Mein Lieblingsspruch ist langweilig, ich manchmal, nee, nee, nee. Wie lange war jetzt hoffentlich hier auch nicht? Vielen Dank erstmal für deine Ausführungen. Jetzt komme ich zu dir, Paul. Paul Ziolkowski hat die kuratorische Assistenz der Ausstellung zusammen mit Tino Geis übernommen. Und du bist auch Mitglied des Kunstfonds D21 und arbeitest hauptberuflich als Heil- und Erziehungspfleger beim Lebenshilfe e.V. und hast deswegen auch den Kontakt zu den geistig Behinderten hergestellt. Das heißt, die Initiation kam von dir und du bist auf Enrico zugegangen, haben wir gerade schon gehört. Wie kam es zu der Idee zu sagen, ich möchte mit Enrico da irgendwas noch machen? Naja, wie er schon sagte, ich wusste, dass er sich damit beschäftigt hat. Und deswegen habe ich ihn halt gefragt. Ja. Aber es muss ja irgendwie, also ich habe zum Beispiel gehört im Vorfeld, dass, oder erzähl uns mal bitte, wie ist denn das Leben der geistig Behinderten? Weil ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, dass sie zu geistig behindert sind, um in die Behindertenwerkstatt zu gehen. Und das heißt, es gibt auch, das sieht man auch hier auf den Fotos, da ist ja diese Behindertenwerkstatt immer mal wieder so gezeigt. Gibt es da für dich ein größeres Problem, sozusagen etwas Sinnvolles mit den Behinderten anzufangen? Genau, ich muss dann quasi eine Art Spargelstruktur bieten, von Montag bis Freitag, außerhalb des Arbeitsbereiches. Ja. Also, das ist mir so ein bisschen wie frei, teils frei überlassen, was ich mache. Und dann kam mir halt die Idee, einfach mal zu malen mit den jeweiligen Gruppenteilnehmern. Und es ist schön, sich Ziele zu setzen. Und dann hatte ich ja Tino Geis gefragt. Er ist ja ausgebildeter, studierter Maler. Ob er mich ein bisschen unterstützen kann, ob er ein bisschen mitgucken kann. Also quasi aus den Augen eines Künstlers. Und dann entwickelte sich nach 2 Jahren dieser Malkreis und irgendwann habe ich dann, wie gesagt, ich brauche jetzt noch ein Ziel. Und wusste, dass Enrico halt Erfahrung hat in, ja, also in dieser Thematik. Ja, und ich habe gedacht, setze ich mal ein Ziel für die Leute, für die Gruppenteilnehmer, damit sie ja, nicht behinderte Menschen bezeichnet werden, sondern vielleicht heute mal einfach mal als Künstler. Ja. Das ist ja eben so ein bisschen die Frage, wo steht man dann nachher? Ja, ist es eben dann erwähnt, also Mensch, ist der Künstler, ist am Ende, inwiefern sind halt beide an einem künstlerischen Projekt beteiligt? Das kannst du ja nicht mal schildern. Ich glaube, dazu ist es auch für uns wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten zum Beispiel der Kommunikation haben denn
die Teilnehmer aus der Sicht der Behinderten, weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es auch bei manchen gar nicht möglich, dass man sich mit ihnen unterhält. Ist das richtig? Ja, ist richtig, ja. Also das könntest du ja vielleicht mal beschreiben, wie dann überhaupt diese Kommunikation, wie wurde die angestoßen? Oder kam das dann immer die Idee der Kommunikation von Seiten der etablierten oder ausgebildeten Künstler? Im Prinzip war das so, wir haben ja einen Malkurs gehabt, jeder hatte so seine Medien und hat gemalt und zum Beispiel Tina konnte dann sehen, aha, derjenige Thomas, er redet nicht, aber der malt, dem kann man Farben geben, er macht was und wenn ich den jetzt einfach durch die Farben mit ihm kommuniziere, dann entwickelt sich ein Bild, würde ich mal jetzt. Ich denke mal, vielleicht ist eine gute Frage einfach mal an den Künstler, weil dann würde ich auch einfach weitergeben. Kann er rein in diese Gruppe und ich habe mich ja quasi zurückgenommen, also jetzt seid ihr da sozusagen. Okay, alles klar, dann machen wir das auch. Vielleicht machen wir mal kurz mal mit Paula erstmal an, weil wir einfach so in der Reihenfolge jetzt mal kurz weitermachen. Paula Germann, Künstlerin der Ausstellung, haben wir schon gesehen, die Fotoarbeiten sind von dir, du hast in der Fotografie an der HGB studiert und da hätte ich jetzt gerne mal von dir, wie war denn die Herangehensweise für dich und wie kam die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit dem Behinderten zustande? Auch an einem recht, also ich war schon fortgeschritten auf jeden Fall. Und da war ich, glaube ich, ganz ohne Zielsetzung, was glaube ich bis zum Ende eigentlich auch so war, dass ich nicht wusste, also dass jede Art von Ziel oder Form ich im Kopf hatte, eher schwierig fand dann. Und dann die Besuche dort, war relativ schnell klar, dass die Fotografie irgendwie mitbringe, um irgendwas fest, ein Medium irgendwas in der Hand zu haben. Und habe eigentlich jedes Mal, wenn ich dort war, fotografiert und das nächste Mal die Bilder wieder mitgebracht. So dass es, man muss vielleicht vorher weiter vorne anfangen, in den ersten Gesprächen mit den Mitarbeitern auch zeichnet sich so ab, dass da der Frustmoment oder der Moment, der vielleicht auch Schmerz in der Arbeit mit den Teilnehmern, mit den Behinderten. Ist halt, dass es keine Steigerung gibt. Also man hat so Momente, wo man irgendwie kommuniziert und man denkt, es hat was passiert, aber es gibt eigentlich immer wieder so ein Reset. So, also das, was wir vielleicht als Menschen auch mit Erinnerungen verbinden, dass das so leer läuft. Und dass das immer irgendwie so ein Loch gelassen hat und dann aus so einer langen Zeit, langfristigen, also in so einer Arbeit schwierig ist. Und da ist die Fotografie halt ein gutes Medium, also weil es halt irgendwie doch was gespeichert wird und man konnte halt beobachten, wie Paula schon sagte, Kommunikation hat darüber stattgefunden. Dann also, dass sie da anders umgeht, so dass wenn ich den Porträts hingelegt habe, teilweise gar nicht angefasst wurde oder auf eine spezielle Art angefasst wurde oder auch dann sich so, also es haben sich, hat sich darüber eine Sprache entwickelt einfach. Und, hast du denn, die Fotografie nur nochmal, das war halt auch, das ist einfach ein sehr interessanter Moment, dass halt diese Integration dann auch wieder, dass es über den Arbeitsmoment läuft, also dass Arbeit halt wichtig ist, sinngebend ist. Genauso sowas wie Erinnerung, dass Integration halt bedeutet, was Menschsein ist, vielleicht dann in so einer Gesellschaft. Und dass die halt nicht mitmachen können. So, und in so einem luftleeren Raum auch wieder so einen Leerlaufraum haben. Und, genau. Hast du denn da mit Absicht auch Fotos aus der Behindertenwerkstatt genommen, um die praktisch mal zu gucken, wie wird denn jetzt darauf reagiert? Ist das vielleicht sogar so ein Sehnsuchtsort dann, wo man eigentlich auch gerne arbeiten möchte? Oder? Ich glaube, das war jetzt meine Entscheidung, das war einfach eine Entscheidung. Ich habe, sieht man auch, sie sind teilweise auch Bilder freigegeben, auch da wirklich, wo nur Maschinen drauf sind. Ja. Die haben am liebsten sich selbst gemalt oder Blumen oder den Himmel oder irgendwie also ein bisschen was Greifbares, also die Maschinen und die Arbeit waren eher so, dass da war halt eigentlich nichts und es war so ein bisschen Kalkül, einfach um diesen, also da um diese Diskrepanz irgendwie anzusprechen. Also Sehnsucht, glaube ich, das meiste haben sie dann verstanden, wenn da so ein Teddy drauf war oder eine Frau drauf war, das haben sie verstanden, aber Arbeit haben sie wirklich keinen Begriff. Extrem interessant für mich war auch dieses einzelne Bild von Nadine, ist das glaube ich, das die Lichter. Ja, das finde ich ganz interessant, weil es kann ja nur Zufall sein, dass es dort alleine hängt und dass trotzdem dort so besonders viel runtergetropft ist, oder? Also, meine, da gibt es auch ein Bild, wo es wirklich pastös die Farbe ganz dick drauf hängt.
aber das konnte man ja kaum so planen, dass diese Tropfen da ungefähr in der Mitte von dieser Wand sind. Wie ist das zustande gekommen, dass es da nur dieser Rand, der gemalt wurde? Erzähl mal, wie war der Prozess? Jetzt sind dann halt so diese, wo ich erst gefürchtet habe, okay, überbewertet man die Dinge, wenn, dass man die an die Wand hängt und dann ist es Kunst so, oder geht es überhaupt? Gibt es diese Wertschaft oder ist das okay oder ist das moralisch oder so? Jeder seinen Ausdruck gefunden. Also es ist halt Nadine, ich habe Nadine auch ihr eigenes Bild gegeben und sie ist dann nachher, als sie dann damit durch war, es gab dann auch einen Punkt, wo sie damit durch war, dann ist sie dann halt rübergegangen und es ist halt ihre Art. So, also sie geht, und es war aber auch speziell, also normalerweise malt sie Ränder und malt stundenlang drumherum und das, da ist sie irgendwie einfach an der einen Stelle geblieben. Und dann hat sie wie lange über diese Stelle gemalt? Die anderen, glaube ich, haben mehrere Bilder in der kurzen Zeit, also in der Zeit gemacht und sie, ist da einfach, ich glaube, also, aber sie war irgendwann auch durch. Also ja. Es war halt, es ist, ich glaube, sie war mit so die faszinierend. Also ich war so irgendwie, weil sie auch gar nicht redet, sie guckt auch, also so, sie guckt zwar nur und es ist also so ganz, also es war, ja, das war so ein besonderer Moment. Konntest du denn auch für dich so künstlerisch was mitnehmen, was du womit du vorher nicht gemacht hast? Ja, so die eigenen Eitelkeiten und die Kunstvorstellungen halt und so. Also das schon, gab es schon, einmal den Moment zu überwinden, dass ich das abgeben musste auch, also dass ich mich dem ausgesetzt habe, dass sie dann halt herkommen und dass das dann einfach nicht mehr meine, das hat nichts mehr mit mir zu tun. So. Und man musste dem so ausliefern und zwar so ein bisschen Schock, also auch aufregen. Ja, ich glaube wirklich einfach so diese simple Geste, diese Malerei der Arbeit gegenüberzustellen, diese Sinnhaftigkeit dort. Da sind zu schaffen und dann ja, einfach auch mehr zu erwarten vielleicht, also dass Kommunikation halt irgendwie sehr individuell ist und dass die, also so, dass die sich auch entwickeln. Diese Förderung, das Potenzial hat mich schon überrascht, so, dass da dann doch so viel geht, obwohl es halt so eine Blase ist und weil man sich das hört sich gut an, das hören wir alle gern, dass da so soziale Integration von Behinderten irgendwie möglich ist, aber das, ja. Okay. Dann möchte ich mal zu dir kommen, Tine Günther, ist auch Künstlerin der Ausstellung. Wir haben schon darüber gesprochen, über das Teil in der Mitte und über das Bild, was dort hängt. Das sehen wir jetzt leider nicht, obwohl es wirklich sehr beeindruckend ist. Du hast zusammen mit Thomas Braber gearbeitet. Vielleicht kannst du auch da mal ganz kurz erklären, wie war die Zusammenarbeit und wie hast du überhaupt, also wie konntest du dich annähern oder wie kamst du das? Wie war die Zusammenarbeit? Ja, also ich bin Lori Paula an der Werkstatt und habe die besucht. Und dann haben wir da alle irgendwie ein bisschen gemalt. Und irgendwie war Thomas halt, der lief die ganze Zeit rum, hat auch auf den Tischen überall gekriegelt und so. Und dann hat Paula gemeint, wahrscheinlich seid ihr beide ganz gut zusammen. das war mir klar. Ja. Und hast du mal das Genie auch gezeigt? Oder? Ja, na Genie, also ich meine, das ist ein Genie, ne? Genie ist ja so ein, das ist ja eigentlich so ein, würde ich mal sagen, intellektueller Begriff. Das passt ja eigentlich nicht so. Aber ja, in dem Sinn glaube ich, dass er einfach tut und macht und dabei aber halt für mich als diese abstrakte Malerei oder Malerei seit vielen Jahren macht, also halt eine eigene Sprache hat, wo, ja, wo ist halt wach drin. Also, und das findet man nicht so oft. Das bedeutet ja auch, das ist ja auch eine Sprache, die ich spreche. Ja. Das heißt, es wird ja dann durchaus mal hin und wieder auch angezweifelt, dass Geistesblinde überhaupt Kunst erstellen können. Oder dass vielleicht, dass da würdest du dann auf jeden Fall widersprechen und sagen, natürlich ist das möglich, oder? Das ist vorgehört. Also ich denke schon, dass wenn Thomas ein großes Atelier hätte und da jeden Tag malen würde, dann schon gerne Sachen rauskommen. Ja. Inwiefern hast du denn da gelenkt? Oder was war vor allem deine Aufgabe an der Stelle? Naja, also die Überlegung ist natürlich das Setting. Also was nimmt man für Materialien, welche Farben nehmen wir? Das ist ja das, was ich dann steuern muss und entscheiden muss. Ja. Kannst du uns zum Beispiel erklären? Wobei ich das auch versucht habe, sehr intuitiv zu machen. Also jetzt so, ich bin eigentlich relativ spontan mit Paul dann in Bösnau noch die Sachen gekauft und habe nicht groß nachgedacht. Also ich eigentlich nicht unbedingt jetzt so. Im Nachhinein habe ich auch gedacht, hättest du mal ein Farbkonzept gemacht. Aber ja, also dann hätte es ja anders ausgesehen. Man hätte es ja beeinflussen können, dass es irgendwie jetzt
mehr nach Natur oder was weiß ich aussieht. So, ja. Aber das ist jetzt so. Ist denn die Arbeit hier entstanden und war es dann alles voller Sand vorher? Du hast dann das irgendwie ausgeschnitten oder wie musst du mir das vorstellen? Ja, so eine Art. Also wir haben hier den Sand angefangen lassen, der ist dann halt hier in der Mitte, haben wir den so reingekippt. Hier, wo wir jetzt sitzen, war das große Bild auf dem Fußboden. Und deswegen ist auch in dem Bild so viel Sand mit drin, weil wir sozusagen an beiden Sachen gleichzeitig arbeiten. Okay. Und ich wollte halt gerne auch irgendwie so, weil wir so viel vorher schon zusammen gemalt haben, ich wollte gerne, dass es auch noch ein Bild dabei rauskommt. Das habe ich mir so gewünscht. Und, aber dass es nicht unbedingt jetzt eins ist, deswegen haben wir die, glaube ich, auch getrennt gehängt und so gemacht. Also will man das so sehr als ein Ding sehen, das ist, glaube ich, nicht. Na, und, ja, und dann haben wir halt hier, also das war jetzt eine große Plane auf dem Fußboden und das, was dann übrig geblieben ist, habe ich dann auch rum ausgeschnitten. Und ist das jetzt irgendwie befestigt oder so? Oder ist es so locker, wie es aussieht? Also könntest du mit der Hand das eindrücken oder habt ihr das irgendwie lackiert oder irgendwas damit gemacht? Ich habe schon so ein bisschen zum Schutz habe ich mit so einem Blumensprüher, also so einer großen Flasche mit so einer Pumpe, schon so Acryl drauf gemacht, dass es eine gewisse Festigkeit bekommt, weil die Leute doch schon immer sehr verlockt waren, dann auch mal reinzufassen. Ja, das glaube ich. aber es ist unmöglich, das jemals von hier wegzubringen, oder? Ja, warum auch? Ja. Vielleicht, weil jemand kommt und ich meine, habe ich doch richtig verstanden, Sachen kann man einfach kaufen, oder? Vielleicht, weil jemand kommt und sagt, gib dir dann eine 500.000 dafür. Und dann würde ich vielleicht mal nachdenken. Ja, aber das ist das Schöne, wenn es jemand kaufen will, so, also wenn jemand das Prinzip kaufen, ja. Prinzip kaufen will, dann müssen Tiere und Thomas einfach nochmal rein. Ja, was mich ja doppelt freuen würde. Genau. Könntest du dir noch vorstellen, dass du mit Thomas, abgesehen von der Ausstellung, nochmal was zusammen machst? Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Dann würde ich auch gleich mal zum nächsten kommen. Jetzt Otto Didier. Du bist auch Künstler natürlich oder bist hauptberuflich im Durchbild e.V. Da habe ich wahrscheinlich gleich Kontakt zu Enrico. Hatten wir ja vorhin schon mit der Weißflug-Galerie. Und du arbeitest seit über einem Jahrzehnt künstlerisch mit einer kleinen Gruppe geistig behinderter Erwachsener zusammen. Und ich möchte gerne wissen, wie diese Zusammenarbeit ist. Also ich arbeite im Durchblick e.V. auch zwei Kunstgruppen, einer am Dienstag, also das darf man auch nicht vermischen, am Dienstag sind da Psychiatriebetroffene, ja. Also eigentlich Art-Artisten, sage ich mal. Und am Montag habe ich eine Gruppe von geistig Behinderten, die sich also sehr stark von den Leuten, die dienstags zu mir kommen, unterscheiden. Also zum Beispiel der in Bernsdorf, der Janke, das ist also kein geistig Behinderter, sondern er hat sich mal als Ingenieur verstanden. Ein klassischer Akkultartist nicht. Die Frage, ob geistig Behinderte auch Künstler sein können, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich denke, autonome Künstler können sie nicht sein. Sie können also nicht irgendwo zu Bösner gehen, mit einer Karte dort einkaufen oder irgendein künstlerisches Konzept entwickeln. Also das ist auch meine Erfahrung, die ich mit denen habe. Das war eine Gruppe, die habe ich kennengelernt in dem Heim ehemaliger Riebeckstraße. Das ist ein Heim für geistig Behinderte und Psychiatriebetroffene gewesen, die waren dort vermischt. Das wurde aufgelöst und die sind dann nach Tegla gezogen, haben also sind nach Diagnosen auch getrennt worden. Und ich habe also die Leute, mit denen ich also jetzt auch zusammenarbeite, die habe ich auch weiter aufgesucht und habe die natürlich auch ein bisschen gesichtet nach ihrem, sag ich mal, gestalterischen Potenzial, sag ich mal, also nach dem Potenzial, dass ich, sagen wir mal, ich will das nicht fördern, aber dass ich irgendwo gesehen habe. Also nicht jeder in dem Heim malt oder ist dort kreativ. Und ich muss sie immer abholen montags. In meinem Auto kann ich also maximal 4 Leute mitnehmen und auch 4 Leute zurück und sichte da immer. Mhm. Und ich habe also 4 Leute und mit denen habe ich sozusagen, also die bezeichne ich sozusagen als meine Kollaborateure. Das sind also eher Mitarbeiter. Werkzeuge würde zu technisch klingen, aber die haben so bestimmte Fähigkeiten entwickelt. Also die haben also alle gemeinsam, dass sie so seriell arbeiten. Also sie arbeiten immer sozusagen in derselben Formsprache. Haben also immer dieselben A4 Blätter gemalt und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, das sind ja nicht sozusagen Minimalisten. Also ich will mal versuchen, das umzuwandeln und für mich sozusagen auch kreativ nutzbar zu machen, weil mir das irgendwann langweilig wurde, immer dieselben Bilder zu stapeln.
und habe dann also bei dem einen zum Beispiel angefangen, große A1-Blätter zu bemalen mit Kugelschreiber. Ne? Und das sind zum Beispiel bei dem einen ist es ein Projekt, was über ein Jahr geht. Nicht? Also jeden Montag malt er dieses Jahr, ist also die Farbe Rot dran mit einem roten Kugelschreiber, malt er so seine Bilder, es wird immer dichter und immer dichter. Und nächstes Jahr ist sozusagen die Farbe Schwarz dran. Das klingt auch ein bisschen autistisch, oder? Ja, das macht er so ganz autistisch. Manchmal guckt er gar nicht drauf und dann sind wir immer dieselben Formen. Dadurch wird das Bild immer dichter. Das würde er natürlich nie selber machen. Ja, also das ist natürlich eine Sache, wo ich ihn zu meinen Mitarbeitern mache, wo ich ihm etwas machen lasse, was er selber nie machen würde. Also er ist in dem Fall kein autonomer Künstler, sondern ich benutze ihn sozusagen als Mitarbeiter, das ist also ein Kollaborateur. Und das passiert, ne? Diese Arbeit ist ein bisschen subversiv, das wissen die nicht im Heim, was ich da mache. Die denken, ich arbeite da therapeutisch bei dir, also die freuen sich immer so, wenn ich da hingefahren komme, da stehen die schon draußen und binden die Geholzenbande, ne? Und dann rein und dann sind die Fuhre los. Ne? Es gibt, wie die Bea Meyer geschrieben hat, es gibt immer ein Vorwärts, aber es ist sozusagen so ein minimalistisches Vorwärts. Also wenn man sozusagen ein Jahr lang eine glatt arbeitet, dann entsteht eine große Intensität. Nicht? Und also ich habe ja auch Zeit mit denen. Ich arbeite dort und sehe den jeden Montag. Und das schafft natürlich über die Intensität der Arbeit auch eine ganz persönliche Beziehung zu denen. Nicht? Und dann habe ich einen anderen, da haben wir die Ausstellung im Weißburg gemacht mit euch. Ne? Und das sind natürlich auch Sachen, wo ich einen kleinen alten Mann Sachen malen lasse, die er wahrscheinlich sonst nie malen würde. Mhm. Ne? Naja, das ist ja das Interessante, dass er das in einer Formsprache macht, die ich selber nicht könnte. Und das ist eben, sage ich mal, das für mich Interessante, das Archaische. Und dass er natürlich auch dann, naja, manchmal fangen die auch an rumzuzoten. Nicht? Also die sind ja doch relativ enthemmt und ich greife da manchmal so Sätze auf und denke, ach, das könnte er doch hinschreiben. Und er schreibt das so mit so einer halb altdeutschen, halb Frakturschrift, schreibt er da die schweinigsten Sachen, aber mit ganz großen Rechtschreibfehlern. Nicht? Und das könnte ich natürlich auch nicht, diese absurden Rechtschreibfehler produzieren. Es entsteht also sozusagen so ein Bild, wo ich die Anregung gebe, was ich aber selber nie produzieren könnte. Und interessant ist ja auch diese Beziehung, du hast gesagt, das ist schon eine persönliche Beziehung auch, aber die hält ja schon über 10 Jahre. Und wie erklärst du dir das, dass das nicht dich irgendwann mal gelangweilt hat? Naja, das Ergebnis, was da rauskommt, das ist eben einfach das Interessante. Nicht? Und ich freue mich schon auf die nächste Farbe Schwarz nächstes Jahr. Nicht? Also da entstehen natürlich im Hinterkopf schon wieder Pläne, was das nächste sein könnte. Nicht? Oder große Schriftbilder. Nicht erleben und der kann also wunderbare Sachen schreiben. Also es ist für mich auch so eine Arbeitsmotivation, die mich also auch beflügelt, dort weiterzumachen. Mhm. Und es ist natürlich so, dass wir ein enges Verhältnis haben. Mhm. Ja. Und die arbeiten denn auch potenziell am Kunstmarkt? Am kommerziellen Kunstmarkt? Das ist natürlich, ich sage mal so, das ist natürlich so eine Schwierigkeit mit dem Kunstmarkt durch die Trennung von Insider und Outsider Art. Dann haben sich auch, sage ich mal, verschiedene Segmente entwickelt. Natürlich gibt es auf dem Outsider Art Rütmarkt, also einen ganz eigenen Markt. Also wir haben jetzt einen aus unserem Verein, der hat also für sonst wie viel Geld einen Pariser Sammler verkauft. Nicht? Aber das sind natürlich, sage ich mal, also das ist nicht dieser, sage ich mal, dieser Insider Markt, sondern das ist ein ganz eigener Markt. Da gibt es also, warum auch immer, es gibt Sammler, die sammeln nur Abrüt und Outside. Was ich eigentlich für sinnlos finde, überhaupt diese Trennung würde ich nie machen. Ich würde also persönlich würde ich nur das sammeln, was mir gefällt. Und da wäre mir das völlig egal, ob das ein Outsider oder ein professioneller Künstler wäre. Also das ist für mich auch ein bisschen hirnrissig, diese Unterscheidung, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn wir gerade am Kunstmarkt sind, dann würde ich ja noch den nächsten Gast vorstellen. Der letzte in der Reihe ist Michael Arzt, ehemaliger Kurator des D21 von hier. Und du bist künstlerischer Leiter jetzt der Halle 14, das Spielereigelände in Leipzig. Und da frage ich doch direkt mal nach dem künstlerischen Wert einer solchen Ausstellung zum Beispiel. Wo siehst du da Potenzial? Der künstlerische Wert der Ausstellung
klingt meiner Meinung nach darin, dass der Tante jetzt hier auch was gemacht hat, was ich mal wollte, dass der Tante Spaß bei künstlicher Reise hier ja gewesen. Und ja, war eine Journalistin da, die sagte, ich weiß gar nicht, was ich sagte, die fragt so ein bisschen, was uns dazu bringt, alles Ehrenamtler, eigentlich keine Künstler, keine künstlich ausgebildeten Menschen, Kunstformen, Kunstfreien zu betreiben. Und ich habe gesagt, für mich ist das hier der Ausprobierhölle. Und meine ist wohl mal gesagt, nicht an ihr zu den bösen Worten, die kannst du sagen, Hölle, das hört sich ja schrecklich an, aber ich habe es auch ganz genau gemeint, weil es nicht auch ein Experimentierhölle ist. Und Hölle meint damit nicht, dass ihr Teufel und gesagt nichts Religiöses, aber ich glaube schon, Dietistisches. Aber genau das, was Nico beschrieben hat, gleich am Anfang, so, man wagt sich ein Projekt, wagt sich hinaus, weiß halt auch nicht, ob es gelingt, das scheint, ist man mit einbegriffen. Und naja, vielleicht kurz vor dem Ende kommt dann vielleicht sogar ein Lösungserlebnis, oder dass man weiß, warum man das Ganze gemacht hat. Das ist ja auch, Hölle ist ja auch ein schönes Zitat von der Ausstellung, die heißt ja auch die Hölle für die anderen. Auf Französisch heißt es, nur selbst zu unserer, das Einzige, was ich an Französisch kann. Und insofern finde ich das einen sehr wichtigen künstlerischen Prozess, der hier auch stattgefunden hat. Also in einer Gesellschaft, die jetzt kaum so unterteilt und segmentiert ist wie unsere Gesellschaft, eben mal einen Schritt weiter zu gehen, mal zu den anderen zu schauen. Kommst du zum zweiten Zitat, die Hölle, das sind ja immer die anderen. Wir halten uns ja immer so für so weltoffen und für so liberal und so mit allem was Wasser gewaschen, aber schon wenn jemand kommt, der jetzt halt ganz unseres funktionalen Anspruch erfüllt, dann bin ich schon total irritiert. Und ich kenne das auch von Paul so ein bisschen, der kommt auch immer mal mit der Gruppe vorbei und in die Halle 14 und kriegen natürlich mein erster Track ist dann auch immer, hoffe ich ist danach noch alles heile, aber ich denke ja, mal, das ganz gut und meistens hat es auch die Hosen abgehalten. Und deswegen ist das, wofür ich denke, so ein gemeinnütziger Kunstraum, wie der Lehrtags Kunstraum, ist für solche Projekte da. Hier soll sowas stattfinden und im Endeffekt. Aber es ist ja eigentlich nicht dieses klassische, wir lassen jetzt die Behinderten mal irgendwas malen und hängen das dann an die Wand. Das ist ja leider der Unterschied zu eben diesen klassischen Ausstellungen, was heute hier vor uns gezeigt wird. Also da ist ja die Basis eine andere. Das ist ja nicht die, wir lassen die einfach mal machen, genau das, was wir machen wollen und danach. Irgendwas mit Mann. Das ist aber einfach ein bisschen. Du hast ja auch manipuliert, du hast die Arbeit ja auch aus deiner Sicht gemacht. Aber ich habe ihn schon das machen lassen. Aber am Ende hast du ja entschieden, welchen Teil du ausschneidest und welche Farbe du hast. Aber mit dem Bild an der Wand, war jetzt genau das Bild an der Wand da hinten ist, dass ich ihn machen lassen habe. Aber du hast doch auch deinen Teil zu beitragen, oder? Wir haben es zusammen gemacht. Ja. Alles direkte Kooperation. Aber ich wollte dich nicht zu dir auf das Ganze machen. Ich finde halt, trotzdem ist eben der Ansatz hier ja doch auch in einer gewissen Form ein egoistischer, nämlich dass man als Künstler was davon haben möchte. Das ist ja auch positiv egoistisch, aber trotzdem ist es ja nicht nur so, jeder darf erstmal alles machen. Oder nicht gemeint mit dem Kritikalimentieren ausprobieren. Ich meine auch, das zweite der Hölle. Es geht dann auch darum, ein richtiges Ergebnis zu schaffen. Also Paul weiß das, wenn es um Ausstattungsaufbau geht, das ist jetzt nicht nur jeder darf mal hier was geht, das ist auch nicht meinetwegen wichtig, sondern es gibt, man hat sich ein bestimmtes Ziel gesetzt und das wird dann auch erreicht oder versucht zu erreichen. Das ist ja der Moment des Scheiterns. Und ich finde jetzt den Ansatz der Ausstellung Künstler und ich tue mir da ein bisschen schwer, das ist jetzt hier sehr leicht in die Lippen gegangen. Also, wenn wir jetzt von Behinderten sprechen, muss man auch ein bisschen fragen, wer wird behindert, wer behindert hier, wer ist überhaupt jemand behindert? Das hat ja sehr viel mit Normen zu tun und in unserer Gesellschaft ist ja der die Norm, der arbeiten gehen kann oder einkaufen gehen kann, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber ist das wirklich jetzt die Zuschreibung, die wir verfestigen sollten, auch mit so einem Projekt, das wir machen? Also als Frage auf dem Raum werfen. Und ich finde es sehr mutig hier, Personen gleichberechtigt einzubringen in dieser Ausstellung, sind auch gleichberechtigt auf der Künstlerliste erwähnt. Jetzt habe ich im Gespräch schon ein bisschen bemerkt, dass man dann doch eher von den sogenannten professionellen Künstlern spricht, wobei ja jetzt, was ist ein professioneller Künstler, ist, da ist man in Deutschland nur sehr fixiert auf Menschen, die eine Kunstakademie abgeschlossen haben, aber Künstler ist ja jetzt kein Begriff. Der so sanktioniert ist wie zum Beispiel der Beruf des Arztes oder des Rechtsanwaltes, wo es eben einen Schein gibt, dann ist man das eben. Im Endeffekt kann ich auch morgen machen. Ich bin Künstler und
Es gibt ja Künstler, die behauptet haben, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das finde ich auch das Spannende und Interessante an diesem Projekt, das gleichberechtigt zu versuchen. Das hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Und da habe ich nochmal eine Frage. Es ist natürlich schade, dass jetzt der Wunsch, weil ich weiß nicht, ob der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, jetzt von der Weile, die ja, glaube ich, den Text abschließt, wenn jetzt zur Eröffnung auch die Lebenshilfe alle da wäre, dann ist wirklich eine lustige Eröffnung werden. Oder in dem Sinne wäre es auch interessant gewesen, ein Format zu finden, über die Ausstellung zu sprechen, wo eben auch die anderen an der Ausstellung Beteiligten irgendwie mit dabei sind. Das heißt, eine Frage, die ich stelle. Ja, das können wir gleich mal an Nico weitergeben, die Frage. Du hast dich ja bei der Eröffnung dafür entschieden, dass alle dabei sind und heute eben nicht. Ich habe mich nicht dafür entschieden, das war ohne Voraussetzung, dass ich so langsam ein relativ arbeitsaufwendiges Projekt mache. Wenn, also das Worst-Case-Szenario für mich wäre gewesen, wenn das übliche Kunstpublikum, die übliche Kunstszene anwesend wäre, Kurzausstellung angucken, ablegen, Bier trinken. Das wäre für mich nämlich der Super-GAU einen negativen Ausgang gegangen. Das, was wir, Bea und ich, wir uns natürlich erträumt haben, dass wirklich die Hälfte, weil die Bildungswerkstatt so groß ist, also arbeiten wirklich sehr viele Menschen. Das ist jetzt nicht auf diese 6er-Gruppe oder da sind keine 12 Leute, das sind schon eine sehr große Gruppe, dass da ein großes Interesse entsteht und dass sie eben sich Donnerstagabends doch nochmal das Haus verlassen mit Betreuung, mit Eltern und da ist ein riesen Menge ergeben und das ja wirklich 50-50 Kunstpublikum, Nicht-Kunstpublikum, die auf das Abläufe nicht sein wird, dass sich das so ergibt, das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Es waren keine 50 Springer, Florian war da, Thomas war da und Franziska war da mit jeweils Begleitung natürlich, Eltern und noch mehr Begleitung. Ich habe aber auch sehr viele unbekannte Gesichter gesehen. Es kann aber auch gut sein, dass es die 21 einfach ein Netzwerk hat, womit ich noch nicht so froh bin. Ich hätte nur lange, also ich muss wirklich sagen, ich hätte mir mehr gewünscht, mehr Lebenshilfe e.V., auch Mitarbeiter, die überhaupt nicht mit dem Projekt praktisch zu tun hatten. Aber einfach der Einladung folgen. Aber das Worst-Case-Szenario ist natürlich nicht eingetreten. Es gab eine bestimmte Stimmung, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und deswegen hast du natürlich auch eine gewisse Lautstärke hier drin gehabt. Genau, ich musste meine Rede brüllen. Ja, das war. Aber es ist ein Schutzraum, wo sich dann niemand dann stören sollte. Und dann müssen einfach kurzfristig Lösungen gefunden werden. Und wenn die Lösung ist, einfach noch viel lauter zu sprechen, dann muss man es einfach mal durchziehen. Und das wahrscheinlich beantwortet auch so ein bisschen deine Frage, warum heute dann keiner in der Lebenshilfe da ist. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht warum eigentlich nicht, weil das ist. Bitte ist aber da, von Franziska genau, Neuweiler ist aber genau, da. Genau. Ja, okay. Weil sonst, wenn wir natürlich über was sprechen und dann wird halt. An der Stelle möchte ich mich noch bei der Musik bedanken, es waren drei Mitglieder des Sinfonieorchesters da, die das dem Ganzen nochmal einen ganz bestimmten Rahmen gegeben hat, der eben über diese Ausstellung, die ich bisher organisiert habe, genau, es ging beim Weißcube, haben auch manchmal Musiker gespielt und mit gut rumgegangen oder es lief halt Radio. Auch das war schon, glaube ich, was Besonderes. Als Thomas die Notenblätter ausgetauscht hat? Nee, Thomas hat die Notenblätter ausgetauscht, während die Musiker gespielt haben und hinterher ist man ganz gerne. Das macht so dann nur noch ein bisschen Free Jazz oder so an der Stelle. Ja, aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück. Wir haben auch schon eine ganze Stunde gesprochen, aber ich möchte bei dir noch mal wissen, wo siehst du das Potenzial dieser Ausstellung? Potenzial? Der Ausstellung kann, glaube ich, die Macher des Projektes die Frage stellen, dass jetzt heißt nicht der Prozess, da haben wir den Prozess einfach nur dann abbeendet, ist, was es der Öffnung gab, dass es vielleicht weitergeht im Austausch. Ich habe da schon ein bisschen gehört, dass manche auch Lust haben, weiter zusammenzuarbeiten, vielleicht auch eigene künstlerische Inspiration aus der Zusammenarbeit zu ziehen. Dass, und ich meine, es ist auch ganz persönlich auf dich bezogen, dich als auch Leiter der Halle 14. Gibt es da etwas, was du mitnimmst, wo du sagst, da könnte man mal angreifen? Ja, klar. Also man kann das nächste soziale Experiment sozusagen, für mich ist es auch ein soziales Experiment, wir brauchen uns auch bei der Halle 14 stattfinden lassen. Also wie gesagt, ich wollte
grundsätzlich die Ergebnisse hier, die für mich eine Momentaufnahme eines Prozesses. Ich würde mich freuen, wenn der Prozess weitergeht. Mir ist es, Entschuldigung, ich komme aus dem Non-For-Profit-Bereich, mir ist das die Verkäuflichkeit von Kunst ziemlich egal. Das finde ich auch nicht wichtig. Ich finde wichtig, dass ein Austauschprozess, ein Kommunikationsprozess über die Kunst stattfindet und eine Weiterentwicklung stattfindet. Und das kann ich auch dieser Ausstellung und diesem Projekt München. Und für mich hat es jetzt erstmal viele Fragen angestoßen, die wir jetzt vielleicht auch in der Runde gar nicht schaffen zu beantworten. Non-Profit sagst du gerade, ist ja klar, weil es nicht trotzdem, auch wenn man Non-Profit arbeitet, weil du sagst, dir ist völlig egal, ob es verkaufbar ist oder nicht, immer irgendwie auch eine Bestätigung der Arbeit, wenn es dann doch Interesse gibt, dass auch jemand sagt, ich würde einfach auch Geld aufgeben. Ich würde aber trotzdem was mit dem Potenzial dieser Ausstellung mal alle weitergeben und deswegen auch nochmal nicht jetzt Otto, wo siehst du das Potenzial der Ausstellung? Ja, was ich mir wünschen würde, sagt mal, dass sich so eine Zusammenarbeit nicht auf so ein kurzfristiges Zeitsegment beschränkt, sondern dass es da intensiver wird. Also ich meine, das kann man natürlich jetzt nicht verlangen von den Beteiligten, dass sie nun ihr Leben mit den Leuten verbringen, aber meine Erfahrung ist eben sozusagen eine andere, dass sie wirklich eine intensive Zusammenarbeit, wo künstlerische Qualität erst entsteht, wenn man lange zusammenarbeitet. Also das, was jetzt bei mir rauskommt, ist der Endpunkt auch eines Prozesses oder ein Produkt dieser langen Zusammenarbeit. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wenn solche Prozesse angestoßen werden, dass es dann also auch Nachhaltigkeit gibt, was die menschlichen Beziehungen angeht. Tine, du hast schon gesagt, du würdest mit Thomas hier das ja wieder ein Projekt machen. Ist das auch konkret direkt geplant? Oder? Nee, das wäre jetzt ein bisschen schnell. Ja. aber wegen dem Potenzial, also ich glaube, zum einen werfen sich durch so eine Ausstellung halt schon viele Fragen auf so über Reflexion von Kunst zum Beispiel und auch so also Wahrnehmung, also was nehme ich wahr, was nimmt der andere wahr, ob der jetzt also sogar selber der Autor ist. Ja, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, das ist jetzt so eine Sandburg. Thomas weiß, dass er da mitgemacht hat, er hat also eine Identität, kann sagen, das war ich. Aber was ist es für ihn? Aber er kann es mir ja gar nicht sagen. So, ne? Also, und ist es für ihn überhaupt ein Produkt, eine Kunst? Also so solche Fragen tauchen dann auch so. Das finde ich so bei der Ausstellung interessant, aber auch bei den anderen. Auch mit diesem Scheitern zum Beispiel. Ja, das fand ich auch, gab es dann echt viele so Gedanken dazu, ne? Was man so in der Kunst so treibt. Warum die sogar verhalten, man das macht eigentlich. Und, ja, und das andere ist genau dieses mit dem Zwischenmenschlichen, das war cool und dann muss ich irgendwie sagen, so, für mich war auch so, wenn ich das jetzt nochmal die Arbeit mit Thomas, weil ich jetzt wirklich mit einer Person das gemacht habe, also das heißt, ich kann eigentlich hauptsächlich nur darüber reden, das ist halt auch so, ich nenne es mal dieses sinnlose Tun, das hat mich schon sehr beeindruckt. Paula, auch bei dir noch eine Frage nach dem Potenzial. Wie siehst du das, könntest du dir vorstellen, nochmal so eine Zusammenarbeit anzustreben oder kann man das vielleicht sogar mal noch in den noch weiter spielen, das Projekt oder nochmal anders machen oder anders angehen? Ja, habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht. Also ich habe mich immer gut gefühlt. So. Also ich fand es einfach ein sehr gutes, konzentriertes Arbeiten. Also unterbrochen auch das, was irgendwie wichtig ist, nämlich also auch diese Zurückhaltung, der Prozess, dass der wichtig ist, dass jede Art von Stillstand immer so eine Gefahr bedeutet, auch in dieser Einrichtung dann oder die Bilder an der Wand und ja, das sind so, das wird noch weiter raffern jetzt auf jeden Fall und muss man halt schauen. Also es ist halt auch immer, diese Verantwortung ist sehr stark. Ich fand es auch sehr schwierig, zwischendrin überhaupt, wie ich am Anfang meinte, so dann sich was zu trauen, was dazu zu sagen oder das zum Ausdruck bringen, die mit Kunst zu konfrontieren. Die Scham und die Schuld und die Verantwortung halt, die man hat. Ja, aber
glaube, das war auch, deswegen habe ich sie auch hergeholt, zu malen, dass sie das verstehen, dass es irgendwie auch so einen Moment gibt, dass etwas eine Entscheidung bedeutet, was, weiß nicht, ob sie jetzt verstanden haben, dass das Kunst ist oder so, oder, ja, aber so den eigenen, die Verlängerung, die Erweiterung so zu beobachten. Ja, Paul, vielleicht kannst du das auch ein bisschen noch mitbeantworten, weil du ja in der Lebenshilfe bist oder im Lebenshilfe e.V. und du das Gefühl hast, dass dort irgendwie was hängen geblieben ist, was irgendwas verändert ist, ob irgendwie, ja, wie war das? Vielleicht schwierig zu beantworten. Also wahrscheinlich muss ich da jetzt einfach mal dranbleiben. Und ja, ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn das Tina vorbeikäme und würde weiter dran arbeiten. Aber das Potenzial dieser Ausstellung wollte ich eigentlich noch ein bisschen aus einer anderen Seite, aus der heilerziehungspädagogischen Seite noch ein bisschen erläutern. Und es geht mir ging es dann darum, dass ich hier für diese Gruppe ein Ziel setze. Und am besten wäre es, wenn ich so viele Punkte quasi abhacke, zum Beispiel, wie weit mache ich eigentlich den behinderten Menschen zum behinderten Menschen, dass ich da so viele Punkte wie möglich weghacke, die ich mache dann einfach nicht, und dass die Leute einfach mal auch anders wahrgenommen werden und vielleicht auch Fähigkeiten von den Leuten aufzeige. Und mit diesem Kunstprojekt wollte ich das eigentlich auch machen. Deswegen danke an die Künstler und Kuratoren und überhaupt alle Leute. Weil ich denke mal, in diesen 3 Wochen sind die Leute einfach mal, ich sage mal Künstler, in Anführungsstrichen, und nicht vielleicht behindert, haben irgendeine Fähigkeit gezeigt. Und das Potenzial der Ausstellung soll ja vielleicht andere Leute ansprechen, nicht unbedingt Künstler, aber vielleicht, ich sage jetzt mal plakativ, vielleicht BMW, die sagen, ja, wir wollen uns vielleicht auch mal mit den Leuten beschäftigen, vielleicht können sie doch eine Schraube bei uns reindrehen und das Rad befestigen. Also, mir geht es auch darum, wie kriege ich, ich wollte einfach mal dann doch was anstoßen in der Gesellschaft. Hey, das sind Leute, da kann man gucken, irgendeine Fähigkeit. Das ist ja auch sehr beeindruckend, was zum Teil da rausgekommen ist. Also ich finde auch zum Beispiel dieses, ich war vielleicht nochmal für dir, Enrico, dass man dann diese Striche mal sieht, wie die überhaupt sind, wenn man das installiert, sozusagen diese Geste, wenn man es schnell genug wegzieht und sagt, guck mal, das ist gleich das nächste. Das ist ja eigentlich ganz interessant, auf den Aspekt würde man so nicht gekommen sein, wenn man nicht die zweite Person dazugezogen hätte und praktisch die Fähigkeit dieser Geste so auszukristallisieren und die erstmal überhaupt sichtbar zu machen. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Aber auch für dich nochmal die Frage nach dem Potenzial. Du hast ja auch in dem Text zu der Ausstellung geschrieben, dass das ja vielleicht auch mal was für Tunnelbauer oder für sonst wen wäre. Man kann das ja auch ganz falsch finden, das Konzept eigentlich. Genau. Also für mich liegt das Potenzial darin, dass ich hoffe, dass diese Ausstellung als Referenzpunkt abgespeichert werden kann, dass wie auch immer zur Verfügung steht für zukünftige Projekte für Menschen, die sich mit so einer Aufgabe konfrontiert sehen, und diese Menschen wird es geben, die sich mit solchen Aufgaben konfrontiert sehen werden, weil es ganz fatalistisch schon in ganz festen Programmen festgelegt ist. Inklusionsprogramme, Integrationsprogramme, die sind hochsubventioniert, und immer wieder wird es einen Menschen geben, der sich sehr ohnmächtig dieser Aufgabe gegenüber sieht und dann vielleicht auf diesen Referenzpunkt zurückgreifen kann und sagen, hey, da gab es doch mal eine Ausstellung, die haben sich einfach mal getraut und es gab keine Katastrophe und keinen Skandal und gute Ergebnisse. Vielleicht gucke ich da auch mal drauf, wie die es gemacht haben, was sie sich alles getraut haben. Das ist also, oder wie Dogger die das eigentlich angefasst haben. Ja. Das wäre auf jeden Fall schön. Dann danke ich euch erstmal alle für euer Kommen, für eure Worte. Und wir sind da alle noch ein bisschen hier, wir sind noch ein Bier zusammen. Also falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr auch natürlich noch uns alle ansprechen. Ich würde sagen, wir beenden den offiziellen Teil erstmal hier und kommen zum Geselligen. Vielen Dank. Ich habe große Angst gehabt, dass er aber nicht als Redner richtig bleibt.
Ich danke mich bei Edmar, dass du hier bist. Thank you.